Es geht nach oben für die Aktienmärkte, aber irgendwie fühlt sich die ganze Geschichte so ein bisschen an wie damals in der Finanzkrise. Erinnern wir uns, 2008 die Pleite von Lehman Brothers, Kollaps im Prinzip des US-Immobilienmarktes und dann kam China und rettete die Welt dadurch, dass man vor allem wahnsinnig viel Geld in Infrastrukturprojekte steckte, also Straßen baute, Brücken etc. etc. Das hatte zur Folge, dass man für diese Straßen und diese Brücken Maschinen brauchte. Das hat Deutschland besonders geholfen als Maschinenbauer. Und man brauchte vor allem Rohstoffe. Das hat den rohstoffreichen Ländern geholfen. Und so hat China ein Stück weit die Welt aus dem Sumpf der Finanzkrise gezogen. Und so ein bisschen scheint es jetzt diesmal auch zu sein. Allerdings ist die Welt jetzt eine andere als damals 2008 in der Finanzkrise. Damals hatte man eine Immobilienblase, die platzte. Das war schmerzhaft. Jetzt haben wir eine massive Energiekrise, eine massiv gestiegene Verschuldung und China ist vielleicht das einzige Land, das jetzt noch irgendwie Geld drucken kann, denn die Inflation in China ist nicht sehr hoch, wenngleich die Verschuldung vor allem der staatlichen Unternehmen extrem ist, viel extremer als in Griechenland. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. China will jetzt über Anleihenvehikel, die von den Provinzen ausgegeben werden, eben 220 Milliarden Dollar in Infrastrukturprojekte stecken. Und das heißt Nachfrage nach Rohstoffen, das heißt Liquidität, das heißt also dieser Pessimismus, der sich in Sachen Weltkonjunktur in den letzten Wochen aufgebaut hatte, Rezession ganz sicher, dass das jetzt ein bisschen in Frage gestellt ist. Jetzt steigen heute die Rohstoffe wieder, die zuletzt ja massiv gefallen waren. Und all das sorgt irgendwie für bessere Stimmung. Und so sehen wir, dass eben die Aktienmärkte dann dementsprechend steigen. Der DAX 2%, Nasdaq 2%, also wirklich auf breiter Front. Und dieser Stimulus, der jetzt durch China da kommen soll, der ist vielleicht ganz gut getimt, denn wenn wir uns mal das anschauen, nämlich der globale Kreditimpuls, dann ist der schwächer als auf dem Hochpunkt der Finanzkrise damals. Also auch hier wieder die Analogie zur Finanzkrise. Wir haben eine massive Straffung der Geldkonditionen, könnte man sagen, die sogenannten Financial Conditions in letzter Zeit. Und jetzt kommen also China um die Ecke, die ohnehin derzeit wieder ein bisschen freundlichere Töne im Umgang mit den Amerikanern anstimmen und wollen ein bisschen Geld in die Wirtschaft, in die Infrastruktur pumpen. Und das korrespondiert mit anderen Ländern. Frankreich etwa hat heute in Gestalt von Le Maire gesagt, ja, wir werden jetzt auch ein bisschen noch weiter Geld drucken. Man wird nochmal 20 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Inflation investieren. Mithin wird man das Geld also praktisch als eine Art Helikoptergeld den Leuten schenken, damit sie ihre Rechnungen bezahlen können. Das alles würde durch besondere Steuereinnahmen refinanziert. Wer es glaubt, wird selig. Frankreich prescht vor, Stabilität in EU ist out. Her mit der Schuldenlawine. Also man hat das Gefühl, die Schleusen werden wieder geöffnet. Wir spielen mal so, als hätten wir keine globale Schuldenkrise und auch Deutschland ist natürlich dabei. Uniper muss gerettet werden. Höhere Staatsbeteiligung, so meldet das Handelsblatt, sei jetzt möglich, mehr als 30%. Und man gibt dann auch etwa dem Unternehmen VNG, das ist ein Unternehmen, das Gasspeicher betreibt, eine Garantie von 2 Milliarden Euro. Und Zero Hedge schreibt hier wohl nicht ganz zufällig, German Energy Companies, this generation's Landesbanken. Das haben auch die angelsächsischen Finanzmärkte registriert, damals dieses Desaster mit den deutschen Landesbanken, die ja massiv Gelder verloren hatten, damals eben durch Spekulation auf eine ewige Fortexistenz der US-Immobilienblase und dann so furchtbar auf die Nase gefallen waren. Die mussten teilweise gerettet werden und jetzt sind es eben unsere Energiefirmen. Auf der einen Seite sehen wir also eine Rallye bei den Aktienmärkten, aber durch diesen Konjunkturoptimismus, der durch China wieder da ist, steigen auf der anderen Seite die Renditen wieder. Wir haben die US-10-jährige Staatsanleihe jetzt wieder bei 3%. Wir sehen, dass vor allem in der Eurozone die Renditen steigen, die griechische massiv nach oben, die italienische massiv nach oben. Und so sehen wir,
dass das wieder etwas ist, was natürlich der EZB nicht gefällt, zumal sich der Spread wieder vergrößert, also die Renditedifferenz zwischen deutschen und etwa italienischen Anleihen. Die EZB hat heute nochmal gesagt zu dieser Fragmentierungsgeschichte, man habe da ein Instrument, einen Namen haben wir schon, gell, aber wann und ob wir es einsetzen, wissen wir noch nicht. Das ist ganz große Poesie. Also hier die EZB ist wieder ganz stark unterwegs. Wir sehen also eine Rallye an den Aktienmärkten, aber auf der anderen Seite steigen die Energiepreise weiter. Wir sehen etwa die Elektrizitätspreise jetzt auch in Frankreich mit einem neuen Allzeithoch. Wir sehen, dass also nicht nur Deutschland betroffen ist von diesem massiven Strompreisschock, so könnte man sagen. Und das wird bedeuten, dass hier Margin Calls fällig sind, wie Javier Blas zeigt. Das heißt, der Staat kann vielleicht gar nicht anders, als Unternehmen irgendwie auszubailen, die sich das nicht mehr leisten können. Energie ist für viele Unternehmen der zentrale Kostenfaktor schlechthin, noch vor den Angestellten. Dementsprechend könnte das richtig schwierig werden. Und hier sehen wir mal Gas, hier der maßgebliche Kontrakt, Dutch TTF Gas. Heute wieder mal 8% nach oben gegangen und vor allem die Forward-Kontrakte, also womit man sich praktisch gegen weitere Preisanstiege absichern kann, einen Preis für die Zukunft sichert. Die sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Da geht es unglaublich stark nach oben. Wir haben heute auf Finanzmarktwelt einen Artikel, by the way, der mal zeigt, wie sind eigentlich die verschiedenen Gasspeicher in Deutschland gefüllt. Und genau diesen Widerspruch zwischen weiter steigenden Energiepreisen, das kann auf Dauer nicht gut gehen, die müssen runter, sonst wird auch der DAX nicht irgendwie oben bleiben können. Und eben der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte bringt hier Jérôme Blokland auf den Punkt. Und er sagt, ja, zu viel Fokus praktisch auch da auf die Auspreisung von EZB-Zinsanhebungen. Das sieht so aus, dass die EZB jetzt doch nicht im September 0,5 anhebt, nachdem sie in zwei Wochen wohl die Zinsen dann mal um 0,25% anheben wird bei einer Inflation von 8,6%. Wirklich ein heldenhaftes Verhalten. Aber es ist eben jetzt diese China-Karte, die auch mitgespielt wird neben dieser EZB-Hoffnung. Aber hier sehen Sie etwa mal einen Chart des DAX seit 2009 in US-Dollar, den mir ein Zuseher meiner Videos dankenswerterweise geschickt hat. Da sind wir unter eigentlich eine zentrale Trendlinie, Aufwärtstrendlinie rausgefallen, muss noch nicht viel bedeuten, aber bedeutsam ist nach meiner Auffassung das, was Sie in diesem Chart sehen. Das sind der Credit Default Swaps auf europäische Anleihen und die schießen massiv nach oben. Das sind also Kreditausfallversicherungen und klar, wenn diese Energiekrise so heftig ist, wie sie derzeit ist, dass da Unternehmen möglicherweise über den Jordan gehen, dass da Schuldner ihre Kredite nicht mehr bedienen können, also Unternehmen, die Anleihen emittiert haben, dann praktisch sagen, sorry, ich kann diese Anleihen nicht mehr bedienen, ich kann dir nicht Gelder oder Zinsen zurückzahlen. Und dazu kommt, dass wir zwar einen weiter steigenden DAX sehen, aber wir sehen auch, der Euro jetzt ein neues Tief gemacht. Wieder tiefster Stand seit 2000 Jahren, könnte man sagen. Nein, seit bei 20 Jahren. Wir sind jetzt bei 1,0150 in diesem Bereich. Ziemlich herber Abverkauf, den wir hier gesehen haben. Und dann sehen wir heute solche Meldungen wie aus der Berliner Zeitung. Vonovia dreht jetzt den Mietern die Heizung runter, und zwar in der Nacht zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens. Maximale Temperatur jetzt nur noch 17 Grad. Vonovia hat um und bei, gibt verschiedene Angaben, hier zwischen 340.000 und 400.000 Wohnungen alleine in Deutschland, dazu noch Schweiz, glaube ich, und Österreich vor allem, aber auch Deutsche Wohnen behält sich solche Maßnahmen vor, das heißt, man dreht die Heizung ein bisschen runter zentral, sodass eben derjenige, der es gern kuschelig hat, dann in die Röhre gucken muss, das nicht mehr passiert. Das heißt, das sind ja massive Eingriffe eigentlich in das, was wir vorher gewohnt waren. Wer halt es warm haben will, der hat geheizt. Okay, ist doch ein bisschen teurer gewesen, aber sei es drum, jetzt bleibt keine Alternative mehr. Das zeigt, was hier eigentlich abläuft, finde ich. Das sind schon rigide Maßnahmen, die natürlich vielleicht Sinn machen. Ja, also wir werden gezwungen sein, falls Putin kein Gas mehr liefert,
uns etwas zu überlegen. Auf der anderen Seite hat Putin keine Alternative. Er kann das Gas nicht schlichtweg etwa nach China leiten. Dazu fehlt die Infrastruktur, die Gaspipelines fehlen dazu. Das heißt, er würde dann komplett auf Einnahmen verzichten. Schauen wir mal, wissen wir nicht. Aber jedenfalls, was wir sehen, ist, dass die Bauern immer unruhiger werden. Die fühlen sich gegängelt. Wir hatten da Auseinandersetzungen zwischen Bauern und der Polizei in Spanien, dann in Holland, wo sogar geschossen wurde. Durch die Polizei, jetzt haben wir in Italien eine solche Aktion, jetzt wollen die mit Traktoren nach Rom fahren und auch in Polen scheint es hier loszugehen, also das wird offenkundig eine Bewegung. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, und starten mal mit dem vielleicht breitesten Index, den es überhaupt gibt, NYSE, also praktisch alle Aktien, die wo an der New Yorker Börse praktisch ja gelistet sind. Also alles, was nicht auf den Baum kommt, ist da drin. Und wir sehen, wir sind ja auf das ehemalige Allzeithoch aus dem Februar 2020 vor dem Corona-Crash sind wir aufgesessen und haben jetzt da eine durchaus nette Erholung. Und wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, meine Damen und Herren, dann sehen wir den Nasdaq 100 hier, der praktisch jetzt an dieser Abwärtstrendkanallinie ist. Das heißt, wenn er die bricht, dann könnte das durchaus ein bullisches Zeichen sein mit einer dann nochmal weitergehenden impulsiven Rallye. Also wir haben so ein bisschen eine Differenz zwischen Dingen, die ich Ihnen hier bereits gezeigt habe, fundamentale Fakten, und auf der anderen Seite aber irgendwie eine Charttechnik, die gar nicht schlecht aussieht, muss man sagen. Auf der anderen Seite werden massiv Puts derzeit in die Depots gelegt. Man sichert sich ab. Wir haben jetzt einen neuen Rekord seit dem Corona-Crash, was das Put-Call-Ratio betrifft. Also immer mehr Puts zur Absicherung von wahrscheinlich Long-Portfolios. Wir haben nach wie vor eine extrem bärische Stimmung etwa der US-Privatanleger, jetzt nur noch 19% bullisch, aber 52% bärisch. Also wir sehen nach wie vor sehr negatives Sentiment. Wir sehen, dass wir jetzt vielleicht, wenn heute der heutige Handelstag im S&P 500 positiv ist, die längste Strecke hätten an Tagen, die hintereinander positiv sind. Ich meine, es sind vier, die wir dann erleben würden, und wir hatten jetzt in diesem Jahr noch keine einzige Gewinnstrecke von vier Handelstagen in Folge. Das gab es zuletzt im vierten Quartal 2018. In diesem Quartal hat die Fed auch die Zinsen angehoben und Paul sprach von der Bilanzreduzierung, die er dann, all das musste er dann schnell wieder zurücknehmen. Und wir sehen, dass die Mortgage Rates, also praktisch die Hypothekenzinsen, massiv jetzt nach unten kommen, und zwar in einer Geschwindigkeit wie seit dem Lehman Crash nicht mehr. Warum? Weil die Nachfrage nach diesen Hypothekenkrediten so stark einbricht, schlichtweg, weil aufgrund von Inflation, aufgrund von gestiegenen Zinsen die Leute sich das nicht mehr leisten können. Potenziell deflationär. Wir sehen, dass die Tankstellenpreise in den USA jetzt den 22. Tag in Folge rückläufig sind. Hat es nicht mehr gegeben seit März 2020, also wieder Corona-Crash. Und man findet jetzt schon sehr, sehr viele Tankstellen in den USA, wo man wieder unter 4 Dollar die Gallone tanken kann. Auch das spricht also nicht für einen weiteren Inflationsauftrieb. Aber die Frage ist, wie geht es denn jetzt eigentlich mit den Märkten weiter? Selbst der ARK Innovation, das ETF meiner zweitbesten Freundin, heute mit einer saftigen Rallye von über 5%. Aber wenn wir uns diese Analogie mal anschauen zwischen ARK Innovation und der Dotcom-Bubble, dann könnte da durchaus noch was nach oben gehen für ARK Innovation. Aber dann vielleicht ist es noch nicht das Ende nach unten, und das kann auch für die Aktienmärkte gelten, denn auf Dauer wird diese Hoffnung auf China wohl nicht ausreichen, wenn die fundamentalen Probleme so sind, wie sie sind. Wir werden sehen. Man hat schon Pferde kotzen sehen, ja, wenn dann die Fed umsteuert und sagt, sorry, wir werden jetzt die Zinsen nicht mehr anheben, sondern was anderes machen, dann ist natürlich alles möglich, sind sogar neue Allzeithochs möglich. Jetzt abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in Ruhe lasse, ja, noch drei Artikelempfehlungen, die ich geben will. Wir sind ja so furchtbar, wir haben es ja jetzt nicht mehr mit dem russischen Gas, sondern wir kaufen ja jetzt Flüssiggas. Und dadurch, dass die Europäer, die ja die Taschen etwas voller haben als ärmere Länder, praktisch eine immense Nachfrage jetzt nach diesem Flüssiggas haben, gucken andere Länder in die Röhre, wie etwa Pakistan. Die haben nicht wie wir eben Pipelines durch die Gas
geleitet werden kann, sondern die sind auf dieses Flüssiggas angewiesen. Jetzt hat Pakistan seit vielen Tagen, kriegen die überhaupt kein Gas mehr, weil die Europäer das wegkaufen. Das ist also eine Folge der Sanktionen. Die bringt andere Länder in echt existenzielle Schwierigkeiten. Das wird kaum berichtet, sollten wir aber wirklich mitdenken bei all diesen Dingen. Alles hängt mit allem zusammen. Dann ein Artikel von mir, wo ich mich großartig lobend über die EZB äußere, dass sie jetzt sich mehr um das Klima kümmert. Das halte ich für sehr vernünftig. Ich warte jetzt auf die nächsten Klimaprognosen, die dann wahrscheinlich von der EZB kommen. Die dürften dann ähnlich akkurat sein wie die Inflationsprognosen der EZB. Dazu ein, wie ich finde, vielleicht durchaus amüsanter Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen will. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, Eurocrash und EZB. Ja, in 14 Tagen wird die Entscheidung fallen und wahrscheinlich wird es eine ziemlich große Enttäuschung. Auch diesen Artikel will ich empfehlen. Drei Artikel also unter dem Video. Und wenn Sie Finanzmarktwelt gut finden, wenn Sie sagen, der Fugmann ist zwar irgendwie hässlich, aber ich schaue seine Videos trotzdem gerne, dann teilen Sie die. Ich würde mich freuen. Jetzt sage ich Servus und Ciao.